Barnes, der Campus ist vor uns. Scheint alles sauber zu sein. Carter, Vorsicht! Da kommt ein Haufen Feinde! Was in aller Welt ist das? Los, in Deckung! Sie halten ihre Stellung! Scheißdinger sind gepanzert! Feuert auf das Ding! Fast geschafft! Heilung aktiviert. Mehr Überraschungen, Barnes? Bis jetzt sehe ich keine. Sie können jetzt in das Gebäude rein. Da sollte Dr. Weirs Büro sein. Starten Sie Ihre Suche dort. Sieht übel aus. Hier drin kann keiner überlebt haben. Suchen Sie weiter nach Weir. Nicht schießen! Nicht schießen! Dr. Weir? Nein, ich bin Dr. Lawrence Bailey, ein Kollege von Dr. Weir. Wir müssen zu Dr. Weir. Er ist in Gefahr. Das wollte ich allen auch klar machen. Dr. Weir. Aber er wollte nicht hören. Seit dem Angriff ist er im Observatorium. Was zum Teufel macht Weir im Observatorium? Will er noch einen Blick ins All werfen, bevor er gekillt wird? Unter dem Observatorium ist ein Labor. Dort haben wir an seinen Forschungen gearbeitet. Wir standen kurz vor dem Durchbruch und dann das. Tut mir wirklich sehr leid, aber wir können nicht warten. Ich weiß. Ich dachte, wenn ich diese Unterlagen besorge, lässt er sich vielleicht überzeugen. Keine Waffen, keine Ausbildung. Wieso leben Sie noch? Ich kenne mich hier gut genug aus, um nicht gesehen zu werden. Zumindest, bevor Sie mit dem Terraforming anfingen. Keime? Terraforming? Sie meinen diese Maschinen, die wachsen? Ja, und sagen Sie Ellen bloß nicht, dass er sie studieren soll, sonst kriegen wir ihn nie dazu, von hier abzuhauen. Was ist so wichtig, dass er sein Leben riskiert, um es zu testen? Meine Theorie, oder besser unsere Theorie, besagt, dass es möglich ist, zwischen zwei Punkten im Raum nun so ziemlich alles zu übertragen. Sie glauben, so sind die Outsider hierher gekommen? Offenbar, aber mehr noch. Der Doktor und ich glauben, dass man auf diese Art auch zu den Outsidern gelangen könnte. Nehmen Sie den Weg, auf dem wir kamen.
Die Straße ist frei. Wir versuchen dann, sie zu evakuieren. Treffen wir uns lieber am Labor beim Observatorium. Ich kann außer Sicht bleiben. Lassen Sie mich also vorgehen. Sie würden nur auffallen. Das schaffen Sie nie. Vertrauen Sie mir. Ich mach das schon. Barnes, wir haben Weirs Assistenten. Er sagt, der Doktor steckt im Labor unter dem Observatorium. Das liegt am anderen Ende des Campus. Geht hinten raus, da habt ihr freie Bahn. Gut. Schwer zu sagen, wie lange Weir dort durchhält. Fork, hier ist eine Outsider-Waffe. Sie ist unbeschädigt. Alle, die wir bisher gesehen haben, sind explodiert, wenn ihr Besitzer starb. Die Jungs im Labor werden ziemlich scharf darauf sein. Da ist das Observatorium. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Graue Gesichter. Durchhalten. Knappe Sache hier alles. Auf und davon. Metzel. Heilung aktiviert. Eliminiert.
Wir können über diesen Vorplatz. Tja, irgendwie ist die Knarre weg. Ich hoffe, die ist, kommt wieder, wenn... also, dass das irgendwie gespeichert wird. Der Support Agent kann einen schweren Schildgenerator einsetzen, der kurz jeden Beschuss ablockt, während sein Team aus der Deckung heraus feuern kann. Die Landmine des Pioniers explodiert bei Annäherung. An engen Stellen kann sie Feindbewegungen einschränken oder Gegnern eine Falle stellen. Auch nützlich. Kontakt. Ach echt? Achtung! Wir haben hier einen Läufer! Der ist nicht gepanzert! Der ist hart, der Junge.
Feinde angegriffen! Da kommen Graue! Die sind gepanzert! Auf und davon! Klassischer Hodenschuss. Durchhalten. Das Areal ist umstellt.